Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu ExoSock Day. Voller vor. Ja, hier mit der Piper und der Maya Müller am Start. Und es sieht so aus, als müssten wir den ganzen Kampf normal machen. Das sieht sehr danach aus. Das sieht verdammt danach aus. Oh, das sieht aber sowas von danach aus. Scheibenkleister. Mensch, 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 Mensch. Na gut, okay. Lassen wir uns nicht irritieren. Wir machen den Kampf normal. Ich habe schon eine Idee, wie wir den diesmal machen. Das heißt, ich werde gleich in den Raum gehen, mit den Schlüssel schnappen, an den Computer gehen und das ganze Ding in die Luft sprengen. So oder ähnlich. Versuche ich es diesmal auf diese radikale Art und Weise zu machen. Ah, versteht schon, was ich meine? Das sollte dann etwas Munition sparen. Ne? Munition ist Munition, weil Munition ist Munition. Gut, wir gehen in den Stealth-Modus. Juhu. So. Dann rennen wir mal runter. Na, das ist jetzt echt ein Déjà-vu. Na toll. Da sind die Hors-d'oeuvres, nicht die Déjà-vures. Ne? Die Hors-d'oeuvres schmecken besser. So, ab in die Tarnung. Da vorne ist das Gebiet. Jetzt müssen wir mal von der Seite da rein. Und los geht's. Iron Maiden geht in Führung, aber Peace und Chuck ist direkt dahinter. Genau. Peace und Chuck. Option Onkel, hol schnell auf. Okay. Ein ziemlich heftiges Rennen. Vorsicht. Feind in der Zone. Alarmstufe Bravo. Ja, Feind in der Zone. Ein toller Abend für ein Rennen. Was, Jungs? Da ist nichts mehr. Keine Ahnung. Ich glaube, du siehst Gespenster. So, das war das Gebäude. Und gleich, Lady Lovelace tritt im Zweikampf gegen Iron Maiden an. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. So, hier sind wir. Und hier kommen sie. Entschärft. Nicht zu vergessen, Boston Blaster. Der hat da schon mal... Verdammt, was ist denn jetzt? Gut, fängt ja wieder geil an. So, vollen Schuss in den Bauch. Danke. Auch der kriegt einen vollen Schuss in den Bauch. Auch dir, danke. Wer zum Teufel ist das? So, auch dieser Roboter, eiserne Jungfrau. Danke. Schaltet ihn aus, Jungs! Wo ist der Boss? Erwischt. Normalerweise müsste der Boss da oben sein. Da oben wird er angezeigt. Toll. Heute hast du dich mit den falschen Leuten angelegt. So, den haben wir mal entfernt. Da kommen wir ja nicht ran. Alter, das ist diese Superwumme. Ich wollte eigentlich den Boss haben. Ach, scheiß drauf. Alter Falter, was knallt denn hier? Was war denn das gewesen? Inventory. Kleidung, Hilfsmittel, Köterkeule. Alter Falter. Der Helikopter ist abgeschossen worden. Na, ist ja mal Hammer. Da hat's den Heli voll erwischt. Jemand da? Wo ist die hin? Ja, wo ist sie hin? Warte mal, wir gehen mal aus der Tarnung raus. Vielleicht kommt er dann. Wie kommt man eigentlich da hoch? Das müsste doch auch theoretischerweise gehen. Das habe ich gestern ja auch nicht rausgefunden. Ne? Das, hier knallt alles. Hier fliegt alles auseinander. Plünderer. Aha, der schießt in die Richtung, darf er machen. So
Gerechtigkeit im Commonwealth aus. Wie komme ich da hoch im idealsten Fall? Das weiß ich echt nicht. So, aha. Torso, Torso, Torso. Gib ihm mal ein. Ah, jetzt habe ich ihn getroffen. Das glaube ich kaum. So, er blutet. Das ist sehr schön, dass der junge Herr hier am Bluten ist. Aber irgendwie... Mal her hier. So, jetzt genau. Torso, jetzt gib ihm ja eins rein. Ja. Oh, er blutet, blutet, blutet. Ja, auf zu jemanden. Oh, 82er Treffer. Na, dann mal rein mit dir. Toll, jetzt komme ich nicht an die Leiche ran. Das kann nicht wahr sein. Alter Falter. Ich sag ja, irgendwas ist immer. Jetzt komme ich nicht an die Leiche ran. Hm. Theoretischerweise, vielleicht komme ich in dieses Gebäude rein, komme über das Gebäude da oben rein. Versteht ihr, was ich meine? Nö, da geht's gar nicht rein. Ist ja hier eine fast eine Ver... Oh, da ist ein Krugkorken drin, danke. Biometrischer Sender, Sensor, Stahl. Ja, jetzt haben wir das so entsorgt. Okay, 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 auch eine Way, eine Möglichkeit. Kampfmesser, nicht Kombi, okay, da ist nichts drin. Holo-Marke, danke. Okay, nehmen wir mit, Stahl, Patrone. Nehmen wir auch mit. Jetzt looten wir erstmal wieder sauber. Ja, aber das Terminal werde ich jetzt wohl nicht ankriegen. Das ja, ist ein hier gibt's einiges zu holen. Ärgerlich. An hier ist das Terminal gewesen. Das schaffe ich nicht. Sternexperte, super. Fusionszelle. Eine Schallplatte, nukleares Material. Da nehmen wir mal alles mit. Das sieht sehr verlockend aus. Was war das da? Vorkriegskohle? Könnt ihr mal spaßeshalber mal die Lampe anmachen. Genau, da sehe ich ein bisschen mehr. Ne? Boah. Okay. Was rauscht denn hier so? Hm. Irgendwas rauscht hier. Ja, den Heli hat's erwischt, wie ihr sagt. Den Heli hat's erwischt. Schade um den Heli. Eine Flasche Nuka-Cola, okay. Tür öffnen, danke. Nix, nix, nix. Weiß ich gar nicht, wo was lag oder so. Das muss ich gleich nochmal gucken. Schneidebrett, ich glaube, hier war echt nicht viel drin. Mhm. So, hier gab's gleich einen Typen drin. Was zum Verreck in der Hölle! Ja. Ich dir auch. So, voll in den Torso. Nee, du kriegst einen Header. Danke. Wow, ihr seid echt viele, nicht wahr? So. So, auch der ist dran, ne? So. Lieber verziehen sollen. Oh ja, 10 mm. Patrone, Süßkuchen. Lötlampe. Geflickter Dreiteiler. Das ist der Anzug, den er anhat. Hier war doch noch was drin. Genau. Nuka-Cola Mischlingsfleisch. Da war nochmal Patronen von Schrot. Dann haben wir eine Fusionszelle. Die teilen wohl nicht sonderlich gerne was. Verbessertes Entsperren. Die bekomme ich so nicht auf. Ach, da kommt man von draußen hier so rein. Ich glaube, ich muss gleich niesen. Ja. Das ist kritisch. Meine Nase kribbelt wie Hölle gerade. Stimpaks, nehmen wir mit. Schlafsack.
Oh, da ist ja noch was gewesen. Reddick. Reddick's Reddick. Dann können wir gleich nochmal was essen. Wir essen mal ein Ribeye Steak. Oh Mann, komm zurück. Ich hatte gerade. Bin ich zu schwer oder bin ich so schwer? Was ist los? Okay. Was? Nichts mehr zu sehen von Ihnen. Nee, nichts mehr zu sehen von Ihnen. Entschärfen, danke. Ach, jetzt ist die Tür hier offen. Ah, da ist diese Falle. Da guckt euch mal die Falle an. So, die ist entschärft. Das war die Falle, die uns letztes Mal, also gestern, in den Hintern getreten hatte. Diese Falle wurde uns zum Verhängnis. Und das irgendwas wohl für dich. Ist hier am Rauschen. Ich weiß nur nicht was. Ach, das ist Piper. Von der Seite ist er. So, Plünderer. Danke sehr. Bumm, Torso. Danke. Gib ihm. Weiß nicht, wann Schluss ist, oder? Ja, ja. Er weiß nicht, wann Schluss ist. Molotow, Billard-Crew und, naja, okay. Hey, das haben wir auch aufgeräumt. Oh, jetzt geht's ab! Hier ist noch ein Plünderer, danke! So, Kronkorken, Patrone. Hey, Sie sind hier. Ja, ja, da oben ist noch einer. Um den kümmern wir uns jetzt. Auch der kriegt ein Torso rein. Juhu! Ein Torso. Patrone, Stimpack, danke. Joa. Das sieht doch insgesamt ganz gut aus. Oh, was haben wir denn hier? Was Elektrisches. Carmen Electra. Oh, was ist denn das da? Geil, das Ding sieht ja richtig genial aus. Das scheint so eine Art Computer zu sein, nur mit Tastatur. Das Ding sieht richtig geil aus. Hä? Das ist mit Strömling versorgt. Entsperren, verbessertes Werkstattterminal. Das müsste ich sozusagen hacken. Dann wäre das hier sozusagen meine Basis, oder wie? Oder ich muss hier noch was killen, kann natürlich auch sein. Patrone, Vakuumröhre und so ein Zeug, nehmen wir mal. Irgendwo ist da dieser fliegende Roboter noch, der trötet die ganze Zeit rum. Ah, da ist er. Kronkorkenmine! Stell dir vor, man könnte Roboter als Zeitungsjungen einsetzen, nicht nur als Zielscheibe. Ja, das wäre ein Ding, wa? Als Zeitungsjunge Roboter. Öffnen. So, hier ist nochmal ein interessanter Raum. Was haben wir denn da? Werkzeugkasten Entsteiger. Einsteiger. Nö. Nö. Ja. Nicht ganz. Nee, erst recht nicht. Okay. Und cool. Was haben wir da drin? Wir haben... wieder mal Kleber. So viel zum Thema. Es gibt hier kaum Kleber im Spiel. Wie gesagt, ich habe Kleber ohne Ende. Ah, Roboter-Steuerungsterminal. Oh, das ist wieder so ein Roboter. Cool. Guckt euch das mal an. Das sieht so geil aus, der Monitor. Der ist sowas von gehackt, das Ding, dass er gar keine richtige Anzeige mehr hier oben hat. Gut, was haben wir? Wir haben Miles, wir haben Times, Cage, Reefer, Nukes. Ah, wir machen mal Nukes. Zwei Treffer. ES. Immer noch zwei Treffer. Nee, auch noch einer. Das S am Ende. Wieder zwei Treffer. Sperre einleiten, super, toll. Und im Innern von Easy City Downs. Hier genau. Gibt es definitiv eine Geschichte. Hier gibt es eine Geschichte. Hast du mir doch was zu erzählen? Hey, Piper?
Sag einfach Bescheid. Ja, warte mal, du hast doch was zu erzählen. Hallo, reden wir mal. Also, weißt du, ich bin im Kopf nochmal diese Unterhaltung durchgegangen, als ich dir mehr oder weniger sagte, dass du mein einziger Freund bist. Ja? Hat sich das verrückt angehört? Nö. Nein, ich habe mich sehr darüber gefreut. Du weißt einfach immer, was du sagen musst, nicht wahr? Es ist einfach nur lange her, dass ich jemanden wie dich hatte. Verdammt, vielleicht hatte ich das sogar noch nie. Ich wollte nur Danke sagen. Ich glaube nicht, dass man sich einen besseren Freund wünschen kann. Na. Oh, wir können ja mal umwerben. Hört sich für mich an, als wärst du an mehr als nur einer Freundschaft interessiert. Oh, ich müsste lügen, wenn ich sagte, ich hätte nicht schon drüber nachgedacht. Also nicht, dass ich ständig darüber nachdenke. Es ist nur so, Blue. Ich bin laut und aufdringlich und übernehme mich andauernd. Warum in aller Welt sollte jemand wie du jemanden wie mich wollen? Weil du eine ganz scharfe Puppe bist. Gut, schwer zu glauben, ich kenne deine schlechten Seiten. Würde wohl nicht funktionieren. Perfekt! Du musst gar nicht makellos sein, Piper. Für mich bist du perfekt. Perfekt, was? Das höre ich zum ersten Mal. Also, also ich finde, du bist ebenfalls perfekt. Meine Güte, Blue, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Du bist alles, wovon ich je geträumt habe. Komm schon, lassen wir die Welt nicht länger warten. Ja, wie heißt das so schön? Go, go, Lesbian Power. So, schläfst du, während sich ein Begleiter in deiner Nähe findet, mit einer romantischen Beziehung führst, erhältst... Was erhält ich dafür? Scheiße, ich muss meine eigene Aufnahme angucken. Oh Gott. Gut. Entsperren wir mal. Ja, Lesbian Power, wie man sagt. Gut. Wir haben Shirk, Scanle. Was haben wir? Eine Flame. Null Treffer. Das ist es dann nicht. Flame, Mazes, Surges. Ja, Mazes könnte es sein. Ja, ist es auch. Alter, das Ding ist sowas von irre hier. Da guckt euch das mal an. Kampfsperren deaktivieren. Zielparameter ändern. Ja. Zielparameter ändern. Was haben wir denn? Zielsystem überbrücken. Okay. Aha. Ja, so viel dazu. Das ist hier mehr fürs Rennen. Ist der Roboter da auch noch? Haben wir dafür Dinger noch? Oh, Blechmann. Juhu, Fusionszelle, Sicherung Stahl, danke. Die können wir dann ja auch mal auseinandernehmen. Okay, das war Fusion Folly. Genau. Brennstoff, biometrischer sowieso, Scanner, bla, hast nicht gesehen. Right away, Klebeband übrigens mal wieder. So, was haben wir denn dann? Header, 1A Header hier reinmarschieren. Lady Lovelace. Oh. Lady. Genau, die Lady hat's auch zerpflückt. Gut, Fusionszelle, das Zeug. Das. Oh, die habe ich hier. Okay. Nix. Oh. Was haben wir hier? Nix. Wir nehmen mal alles mit. Sieh an, ein echter Klassiker. Was für ein Klassiker? Wo? Einkaufskorb. Nee, da war doch was. Günstiger Wunderkleber. Nochmal Kleber. So. Ich bin gerade hier ein bisschen durchgedreht, weil so viel Kleber. Hier wird immer so gesagt: Es gibt so wenig Kleber in Fallout. Ich suche immer nach Kleber. Und ich habe hier Kleber ohne Ende. Was mir fehlen, sind die Schrauben. Das ist das Problem. Ich brauche Schrauben. Ich tausche Kleber gegen Schrauben.
Aha. Okay. Verlassen wir den mal. Okay, das wäre noch die Waffenmodifikation. Hallo. Okay, danke. War jetzt leicht zögerlich. Abgeklemmtes Brett. Was haben wir denn da? Ist das. Nee, ist keine Leiche. Sah nur so aus, ist kein. So, kriege ich es jetzt hier ran? Mhm. Rüstung. Okay. Habe ich da bestimmt Baumodus hier? Nee, noch nicht. Muss noch das andere Ding finden. Oh, da haben wir da wieder was. Einmal ein Stimpack. Einmal ein Edicol. Eine Knochensäge. Toll. Chirurgen-Dingsbums. Knochenfräse. Mikroskop. Boah, nehmen wir mal alles hier ein bisschen medizinisches Zeug hier ein bisschen mit. Aha, eine Laborstation. Aber irgendwo muss auch dieses Hauptbausystem sein. Ihr wisst schon, diese Werkstattler-Fall sowieso. Kochplatte, Fisch und Bohnen, Gram, Messer sowieso, Toaster. Ist ja alles schön und gut. Da sind Kettle drin. Hier wäre eine Toilette. Vielleicht kommen wir jetzt hier irgendwo ran. Hier drinne. Mhm. Verbessertes Entsperren. Nö. Ist immer das Rauschen hier. Hat was zu bedeuten. Ach, das sind die Lautsprecher. Okay. Ah, warte mal. Hier kommt man rüber. Warte mal, ich habe das Gefühl, dass man hier vielleicht hochkommt nochmal. Oh Mann, ey. So, hier hoch. Hier wäre der Weg, der irgendwo rüber führt. Müsste doch irgendwie da hochkommen. Das ist so wie bei diesen alten Abenteuerspielplätzen. Ah, da. Kennt ihr das als Kinder? So... Wenn man da mal so unterwegs war auf so einem Abenteuerspielplatz? Wird das heutzutage überhaupt noch gemacht? Auf so einem so ein Holzspielplatz, wo man dann selber noch rumhämmern kann und so? Ist das gar nicht. Kümmert man sich um sowas? Ordner, Matratze, schlafen. Eine Stunde, probieren wir mal aus. Was für ein traumhafter Abend. Bettgeflüster, okay. Bettgeflüster. Oh Mann, Schlafsack. Mhm. Da haben wir nochmal eine Säge. Hier geht's rüber. Aha, okay. Jetzt ist es auch Tag geworden. Patrone, Molly, Schlagringe. Nee, brauche ich nicht. Hat sich erledigt. Gartenstühle. Aha. Schlüssel des eifrigen Ernie, Notizbuch, Kronkorken. Boah. Klamotten sind mir eigentlich egal und Wumpe. Eine Impro-Pistole. Boah. Alles schön und gut. Hier haben wir nochmal. Den Code kann ich nicht knacken. Aha, dafür reicht der Schlüssel dann nicht. Passwort. Aha. Ach so, okay. Ah ja. So, was haben wir? Robotersteuerung, normal sowieso, Überbrückung. Naja, sprengen brauchen wir sie ja eigentlich nicht mehr. Reserve-Roboter aktivieren, aha, zugreifen, Tin Man. Aha, das sind die beiden, die sind irgendwie auch futsch. Ja, okay, das ist dann so, wie es ist. Oh, da haben wir sogar mal so ein Schlossteil. Yes!
Perfekt. Ja, hallo. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da haben wir nochmal eine Nuka-Cola. Danke. Nochmal einen schönen Boston Beagle. Oh, Pflanze. Magst du nochmal ein Beischläfchen machen? Hey. Bettgeflüster. So, Maschinenpistole. Da ist sonst weiter nichts. Oh. Funkbocken sowieso. Okay, okay, okay. Ja, unten ist nochmal das Terminal. Ja, wir können ja nochmal hier runter gucken. Mhm. Mhm. Ja, das war das, was wir sowieso schon gemacht hatten. Muss ich echt mal gucken, ob ich hier noch was finde. Jetzt haben wir wenigstens. Halt, was war da? Nichts. Jo, wie kann man diese Taschenlampe ausschalten? Komische grünliche Licht. Wir werden nochmal nach oben gehen. Schauen oben nochmal nach. Aber erstmal diesen großen Raum. Den hatten wir, glaube ich, schon. Ja, das war hier dieser Raum mit den Robotern gewesen. Hier ist auch nichts weiter. Nichts, nichts, nichts. Dann können wir nochmal hier oben gucken. Ob ich hier irgendwas übersehen hatte. Stimmt, die Richtung hatten wir noch nicht gemacht. Da ist nur eine Kerze. Was haben wir hier? Ginger Ale. Alter, ist noch eine Flasche mit Alkohol. Gwynedd Ale. So, das war's nicht. Heißt nicht Ginger Ale, heißt Gwynedd Ale. Und dann haben wir hier Kronkorken. Warum die da so einzeln liegen? Tolle Sache, aber naja, okay. 16 Kronkorken. Ich muss mal kurz an meine Nase. Juckt die Sau. Kronkorken ohne Ende. Ein Brettspiel. Okay, ist auch schön. Fusionszellen, Brennstoff, danke. Ja, kommt da doch nochmal ein bisschen Zeug zusammen, wie man hier sieht. Juhu. Aber irgendwie fehlt mir das Hauptbauteil hier irgendwo. Irgendwo muss hier so ein Hauptbauteil sein, dass ich Zugriff hier Laborstation auf diesen Ort habe als solches. Nee. Das ist es nicht. Normalerweise, wenn ich mit V drücke, komme ich auch in den Baumodus. Aber aktuell noch nicht. Hm. Was ist das für ein Teil hier vorne gewesen? Nichts, nichts, nichts. Robotersteuerung. Ja. Was ist hier? Oh. By the way, Benzinkanister Kombischlüssel. Was hast du vor? Das weiß ich selber noch nicht. Oh, ein Rasenmäher. Hm. Muss das echt nochmal hier durchsuchen. Aber das? Ich glaube, hier gibt's sowas nicht. So nach dem Motto, hier kannst du keine Station aufbauen oder so. Kochtopf. Mmh, Mac and Cheese. Danke. Toaster. Boah. Glaub, dann haben wir wirklich alles durch. OP. Es sieht wirklich sehr danach aus, dass wir hier alles durch haben. So endlos groß ist das hier dann ja auch nicht. Hä? Schau nochmal hier rein, ob hier was war. Aber. Nö. Oh, hier war doch noch was. Ich beinahe was übersehen. Ja, 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 ja. Ordnung ist das halbe Leben, auch beim Looten. Ja, beim Looten. Halt, was war da? So, Aschenbett. Auch beim Looten will alles ordentlich gemacht sein. Piper macht sich das gemütlich. Okay, sehr schön, kann sie machen. Joa, ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann wollen wir mal schauen, was für einen herrlichen Auftrag wir bekommen, nachdem wir diesen hier jetzt endlich doch durch haben. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch alle einen schönen Tag. Bleibt gesund und lasst euch nicht ärgern.